Supta Urdhva Pada Vajrasana ist der Diamantensitz im Liegen. Letztlich Diamantensitz aus dem Flug heraus. Im Flug beuge die Knie und lass die Füße nach oben schauen. Dabei sind die Fersen Richtung Gesäß. Dabei können entweder die Knie zum Boden sein oder du hebst die Knie weiter nach oben und lässt die Oberschenkel parallel oder die Unterschenkel parallel zum Boden. So ist es, als ob du auf den Füßen sitzt, aber Beine zum Himmel. Eine zweite Variante wäre, wo du nicht im vollen Flug bist, sondern du hältst den Rücken auf dem Boden. Und während du den Rücken auf dem Boden hältst, gibst du die Knie zum Brustkorb hin und gibst die Fußsohlen ein bisschen zur Decke hin, wenn du gleichzeitig das Gesäß fast an den Füßen hast. Das ist also eine Bauchmuskelstärkungsübung, das Becken heben und die Fußsohlen nach oben schauen lassen. Deshalb Urdhva Pada Vajrasana und hier ist es eine Kraftübung. Probiere beide Variationen aus und wenn sie dir gefallen, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir oder schreibe, welche dir vielleicht mehr bringt.